Hallo und herzlich willkommen auf meinen YouTube-Kanal. Da freue ich mich wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute ein total anderes Video zum Freitag. Mal ein Software-Video, was eigentlich gar nicht in meinen Plan reinpasst, aber leider habe ich mir Nerv eingeklemmt und es regnet und gewittert auch andauernd und an rausgehen und an Bücken ist zurzeit nicht zu denken und ich denke dann mal, dass nächste Woche wieder ein normales Außenvideo wie gewohnt zum Freitag kommen wird. Ja, heute für euch mal ein Lightroom-Video und zwar es geht um Collagen. Wie kann man Collagen in Lightroom festlegen? Das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Ich finde Collagen immer sehr, sehr nett und es ist auch eine schöne Art der Fotogestaltung, wenn man seine Bilder auch drucken will und dann kann man sehr, sehr kreativ werden. So, wir befinden uns hier in dem Katalog von Lightroom und ich mache das hier unten mal weg, damit das nicht so ganz so stört. Also das ist die ganz normale Katalogansicht, so wie ihr sie auch alle kennt. Ja, ich bin in einem ganz normalen Ordner drin und das erste, was wir machen, um Collagen festlegen zu können, wir gehen auf das Modul Drucken und als allererstes, ich habe das hier schon ein bisschen vorbereitet, aber wir gehen das trotzdem einmal gemeinsam durch, damit ihr auch wisst, was wir da machen müssen. Als allererstes müssen wir hier unten eine benutzerdefinierte Dateiabmessung festlegen und ich habe mich hier für eine Dreier-Collage entschieden und Dreier-Collage ist eigentlich vom Format her ähnlich wie ein Panorama aufgebaut. Das heißt, ich habe mich hier festgelegt auf 350 mm mal 150 mm Dateiabmessung. Na, ihr braucht ja einfach nur hier reinzugehen, reinzuklicken, und dann könnt ihr den Wert eingeben. Genauso macht ihr das hier und dann habt ihr schon mal auf jeden Fall dieses Bild. So, als nächstes gehen wir dann auf jeden Fall, wir müssen in ein benutzerdefiniertes Paket reingehen. Ja, dann bestimmen wir den Fotorand, das ist also die Abstandsmessung zwischen den einzelnen Bildern und oben und an den Seiten, an den seitlichen Rändern. Den habe ich hier festgelegt auf 2,0. Dann lasse ich mir gerne die Hilfslinien anzeigen, Einheit im Millimeter, Rasterausrichtung in Zellen. Und das hier könnt ihr ein bisschen ignorieren, weil wir haben hier unten eine benutzerdefinierte Dateiabmessung reingelegt und das habe ich auch hier alles ausgeklickt. Wir wollen kein Wasserzeichen und wir wollen auch keine Erkennungstafel und wir wollen auch keine andere Hintergrundfarbe, die kann man hier noch festlegen, falls es halt schwarz sein soll. Ich habe mich hier für weiß entschieden, das ist eigentlich sehr, sehr nett. So, und dann können wir uns einfach unten die Fotos aufmachen. Das ist also jetzt genau das aus der Bibliothek in den Ordner, wo ich drinne war. Und dann braucht man einfach nur die Fotos hier reinziehen. Ja, meinetwegen das auf der linken Seite. Das nehme ich jetzt auf der rechten Seite. Und dann machen wir meinetwegen noch ein Bild in der Mitte. Und wenn ich jetzt auf, bei der Windows-Taste ist das String, wenn ich String festhalte, bei der Apple-Tastatur oder bei Apple müsste es Command sein und wenn ich das gedrückt halte, dann kann ich das Bild auch hier drinnen verschieben und auch hier, wir klicken also erst das Bild an und dann können wir das verschieben, so wie wir das gerne haben möchten, meinetwegen so. Und hier klicken wir es auch. Und ihr seht das, wenn ich das anklicke, dann springt das immer auf dieses Bild hier unten, was ich da eingegeben habe. Und dann drückt man String oder Command-Taste. Und dann können wir das Bild variieren. So, bei den Druckabmessungen hier unten, bei 350 mm, ja, wenn wir das hier durch 3 teilen, da kommen wir etwa auf 16,6, ja, das passt nicht ganz, das letzte ist dann 16,8 und das können wir dann auch hier festlegen, ja, wenn wir das also hier ziehen. Also wir können das Layout auch nochmal löschen und wenn wir das jetzt hier reinziehen, dann ziehen wir das einfach hoch,
ziehen wir das runter, ziehen wir das rüber, ziehen wir das dahin und dann sagen wir mal 116,3, lassen wir mal stehen. Dann nehmen wir das nächste, ziehen wir auch hoch, dann ziehen wir das runter und dann ziehen wir das hier rüber und dann machen wir das auch auf 116,3 meinetwegen. Kann man auch so stehen lassen erstmal. Und dann nehmen wir das letzte, ziehen wir auch hier rein. Dann ziehen wir das hoch. Auch hier passen wir das dann an. Gehen nochmal hier rüber und ziehen das hier rüber. Dann haben wir 117. Das ist also ein kleines bisschen größer. Das finde ich jetzt aber nicht tragisch. Ja, also wer das jetzt nicht will, kann dann hier meinetwegen eingeben 116,6. Schieben wir hier rüber. Das auch bei 116,6. Und dann ist das letzte auf jeden Fall 116,8. Das passt ja Zwischenabstand hier nicht. Also der Zwischenabstand würde da nicht richtig passen. So, und dann kann ich das entweder so lassen oder ich passe es halt mit der String-Taste an. Dann gehe ich auf Datei ausgeben. Bei Datei ausgeben sollte das in JPEG, also in Druckdatei ausgegeben werden, nicht auf Drucker stellen, sondern JPEG-Datei. Und so kann ich dann mein Bild drucken. Ich habe es hier Druckauflösung 300 ppi gemacht. Druck, Ausdruck, Schärfen niedrig, weil das ist ja, die RAW-Dateien sind ja schon bearbeitet. Qualität auf 100%. Glanztyp, das kann man auch nochmal variieren. Und so habe ich also die Werte hier unten auch eingestellt. Dann gehe ich einfach auf Datei ausgeben. Und dann gebe ich ein Collage. Blumen. Dreier meinetwegen. Und dann gehe ich auf Speichern. Und dann wird mir dieser Druck so abgespeichert. Ja, und wenn ich das jetzt ändern will, will sagen, okay, mir gefallen jetzt also diese zwei Außenbilder nicht. Ich möchte gerne andere Bilder drin haben. Das ist überhaupt kein Thema. Dann meinetwegen hier unten das Bild. Dann schiebe ich das einfach hier rüber. Und dann wird das automatisch ersetzt. Auch hier drücke ich jetzt also String-Taste oder Command-Taste und schiebe mir das Bild halt hier rüber. Und hier will ich meinetwegen auch ein anderes Bild haben. Na, ich habe jetzt hier eine kleine Auswahl von 10 entwickelten Bildern drin. Schiebe das auch hier rüber. Ja, und dann seht ihr, dann wird das ersetzt. Und so kriege ich dann meine Collagen hin. So, ist also kein Hexenwerk, ist also wirklich ganz, ganz einfach, auch von den Einstellungen her. Und hier drüben kann ich dann unter Vorlagenbrowser gehe ich einfach auf das Plus und dann kann ich mir diese Vorlage, die ich jetzt hier gemacht habe, speichern. Ich mache das jetzt nicht, weil ich das schon gemacht hatte. Ja, also hier 116 mal 150, drei Stück zum Beispiel, dann habe ich genau diese Abmaßung und dann bleibt das auch in Lightroom erhalten. So, das soll jetzt erstmal gewesen sein von meiner Seite her. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen, was Lightroom Collagen erstellen betrifft. Und ich zeige jetzt euch am Ende noch ein paar Bilderchen, ein paar Collagenbilder. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder im Außenbereich. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Bleibt mir schön gesund. Ciao, euer Pierre. Bye, bye.